Jacke ausgetauscht. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Fragen wir uns bei diesem großen Wandel, ob durch den stetigen Ausbau an digitalen Mitteln im Unterricht wirklich großartige Innovationen gefördert werden, die unsere Kreativität und Arbeitsweise verbessern, oder doch eher die unkontrollierte Abhängigkeit und Sucht nach digitalen Endgeräten gefördert. Müssen wir uns fragen, ist es erstrebenswert, auch in einer Zukunft zu leben, in der wir wie im Lockdown alles digital machen? Sind uns soziale Kontakte, sozialer Austausch, ist uns das nicht wichtig? Digitalisierung ist keine Zukunftsmusik, die findet gerade statt und wir sind mittendrin. Wir erleben sie mit und dürfen mitgestalten. Sie prägt nicht nur uns Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern und die Gesellschaft an sich. Wir brauchen mehr digitale Mittel in Schulen, Lehrer, die uns diese Mittel erklären, sensibilisieren, vermitteln, vorleben und für uns Vorbild sind. Beim Grundquartier ist mir besonders aufgefallen, dass ihr eine wahnsinnige Ruhe vermittelt habt. Ich fand, ihr wart sehr sicher in euren Argumenten und habt dadurch eine totale Ruhe ausgestrahlt. Während das Pro-Team, was weder besser noch schlechter ist, aber leidenschaftlich war, das mag jetzt vielleicht auch Geschmackssache sein, was einem besser gefällt. Wir werden sehen im Publikumsvoting, aber Kompliment für die tolle Debatte. Die Frau Feldkes hat ja ganz am Anfang gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt ist die ganze Diskussion im Eimer. Man kann eigentlich überhaupt nicht da kontra sein. Alle sind für Digitalisierung. Deswegen dachte ich, oh, da sind Sie jetzt die zwei Teams vor eine richtige Aufgabe gestellt. Ich muss sagen, dieser Aufgabe seid ihr beide gerecht geworden. Ein herzliches Dankeschön an die Schule, an Frau Schnopp, die das mitorganisiert hat, und auch an Frau Neubaum, die hat ja auch schon in der Organisation einiges an Kontakt. Deshalb nochmal einen Applaus.